Moin, ihr Kampfzwerge, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Uncertain Light at the End. Ja, ihr Lieben, in der letzten Folge hatten wir unsere Gruppe ein bisschen kennengelernt und jetzt müssen wir eine Runde Sport treiben und in diesen Laden rein und Tenet eine Runde ablenken. In der Hoffnung, dass Tenet uns jetzt nicht sieht. Weiter, 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 weiter. Ich hoffe, dass die hinter uns nicht sehen. Oha. Und schnell weiter. Was eigentlich mit den anderen Robotern auf der anderen Seite hinter uns eigentlich, auf der rechten Seite von uns. Oh, jetzt kommen sie wieder zurück. Er rennt los. Haben sie sich ein bisschen zu früh umgedreht. Sie haben es erahnt. Strike. Und die anderen haben es nicht gehört? Na okay, sind Roboter, die können glaube ich eh nicht hören, aber trotzdem. Die haben das nicht mitbekommen? Ja, das Ding würde ich töten, sonst. Sonst ruft es noch irgendjemanden. Okay, that was impressive. You weren't kidding about having done this before. What'd you say you did before? Maybe I'll tell you another day. If we make it that long. We've still got business to take care of. I doubt they had a chance to call reinforcements. But I'm not sticking around to find out. Und was mit dem Tenet? Hallo, Tenet sieht uns. Ich sag dazu nichts mehr. Tenet hat uns voll krass gesehen. Aber sowas von. Tenet ist überall. Und der Ladebildschirm auch. Er ist auch überall. Warum ist hier eigentlich überall noch Strom? Wartet mal kurz. Gut, ich sehe meine Maus hier gerade noch, aber egal. Ob sage ich, ja, ich komme auf einem anderen Bildschirm. Ich muss tierisch aufpassen jetzt. Oh Gott, wir brauchen Code. What's the point? I'm not exactly loaded with cash. Gut. Müssten die Dinger nicht angehen? Hier ist Tenet. No one liked these holographic assistants. Way too pushy and easily confused. Didn't stop them from installing them in every store, though. Ach, so ein kleines süßes Tenet? Amber? How may I help you? Amber, do you know what it's like outside? Everything is awesome. Not from where I'm standing. You can examine all of our products by visiting the exhibition stands. Who exactly am I talking to? I'm a holographic assistant, and I'm at your service. Would you like to see the latest assortment of AI vacuum cleaners? Entschuldigung, ich musste gerade
Halt meinen Tee schlürfen. Amber, who are you? I am a holographic assistant. And my job is to answer all customer inquiries about our products. Help them with store navigation and highlight our current discounts and promotions. May I help you with something else? Where am I now? This is the central hallway. From here, you can access all store departments, the cashier to purchase items, and the store exit. If you need a break, there are snack dispensers in our lounge area. At the far end, you'll find the VR gaming zone and gift shop. I'll let you know if I need you. Sure thing. I'm always ready to help. A vending machine. Perfect timing. I'm so thirsty. Ich sollte mich auch entmuten, wenn ich mal wieder quatschen möchte. Tinet ist auf jeden Fall sehr hilfsbereit und rennen können wir nicht. Wir können nur walken, habe ich gerade gesagt. Entschuldigung, ich habe mich gerade gemutet. Nice. Maddie, my boy, you're in luck. Hey, I found it first, you know. Told you. Life is unfair. Tell me about it. I hope you choke on it. Easy there. All right. You see that VR zone over there? That's where we'll settle it. How about the first to win 5 rounds gets the drink? Are you forgetting something? We didn't come here to play games. Cops could bust right through the door and wouldn't even hear them with those headsets on. Oh no, Em. Now you're starting to sound like Alex. No risk, no reward. When was the last time you had any fun? 5 minutes won't kill you, and I'm dying to try the new VR rigs they've got over there. Matthew ist ein Arsch. So ziemlich ein Arsch. Aber da wir ja VR, jetzt müssen wir ein Minigame auch noch machen. So ein Rotz, ich kann kein VR. Also. Gut, Welle 2 meinte ich. Bewegen können wir uns nicht. Doch, wir können uns bewegen. Hä? Sehr bedingt können wir uns bewegen. Das dauert aber eine Weile, bis wir. Oh, wir sind im Rückstand. Welle 6. Oh, wir haben ein bisschen... Welle 7? Wie weit soll es denn noch gehen? Oh, die reagieren so spät.
Überleben aber gerade. Oh, da ist noch einer. Na oha, wie lange geht's denn noch hier? So, den schießen wir mal weg. Das schießen wir auch mal weg. Das auch. Das Teil nehmen wir auch mal mit. Jawohl. Yes. Loser. Oh, warte. Warte, ich habe mich gerade gefreut. Kannst du noch nicht machen. Scheiße, komme ich nicht ran. Alter, Loser. Du Depp, du, ey. Pfeife. Wer ist der beste Gamer? Hand over that can. Ah, what's fair is fair. Goodbye, my little aluminum friend. We've just met, but now we must go our separate ways. Parting is such sweet sorrow. Oh, hey, I almost forgot. There, now we're good. Du bist ein Arsch, ey. Ich würde ja gerne begießen, aber komm, wir sind mal nett, wir teilen. Don't get bent out of shape. Here, have a sip, second place. Ich hätte ihn begießen sollen. Haha. My secret plan worked perfectly, baby. Your secret plan was barely even a plan, baby. If you say so, but I'm the one with the soda. Let's go. Okay, Matthew ist ein Arschloch. Ich werde ihn vollkommen ignorieren. Von mir aus kann er zur Hölle fahren. Ich werde nie wieder meine Sachen mit ihm teilen. Was willst du denn jetzt schon wieder? Amber? Wie töte ich Matthew? I'll let you know if I need you. Sure thing. I'm always ready to help. Oh, die Stimme kenne ich. Oh, das geht aber in Animation rein. Animationsserie. A coupon. Ich habe die Stimme erkannt. Ah. Ah, was ist das denn? Tenet. Tenet ist wirklich überall. So, hier haben wir... An accumulator. But how to get it out of there? You've selected the TSL-S accumulator. Good choice. Unfortunately, the last remaining unit is for the prize machine display only and not for sale. But you're in luck. It's available for free through a limited time offer. All you need is 3 special coupons. Alles klar. Oh, so that's what they're for. I need 3 of them. Better start looking. Will this work? Great. All we need is 1 last coupon. Einen letzten Coupon? Was? Wir haben schon einen gefunden. It's empty. Not a thing. Sind das Grafikkarten? Oh ja. Grafikkarten. Nice, will ich. Sah jedenfalls aus wie eine Grafikkarte. Not a thing. Future.
Anfänger gehören jedoch der Eröffnung. Hui, na, wer kann's lesen? Hä? Doof, ne? Hui. Ich wehde mir bisschen Luft zu, denn es ist hier super warm. Gut, wir gehen mal weiter. Bevor ich hier bisschen... Yes, found it. I was worried there'd be nothing left. Eine Batterie. Emitter? Keine Ahnung. Es sieht für mich aus wie eine Batterie. Also werden wir dies auch... Bist du knuffig? Hallo? Hallo? Ich bin Beutefan, okay. Ich glaube, hier werden wir nichts finden. Karte. I have three coupons. Now to get that accumulated. Wo haben wir die zweite her? Kann mir das einer mal sagen? Habe ich die irgendwie verpennt? Also ich glaube, ja, wir haben sie... Entschuldigung. Ja, ja. Ich glaube, die Inventur ist definitiv abgesagt. Oh, Schwebebord. Das gute Stück nehmen wir auch nochmal. Es ist eine VR-Brille. Board games. It's a shame I can't stay. Someone's out of meeples. Wait, that's a different game. Ja, definitiv. Hier ist soweit nichts, also gehen wir mal auf der anderen Seite und gehen dann wieder zurück. Kann ich hier durch? Nö. Guck mal, T-Net ist auch wieder hier. Hallo. Die haben hier alle nichts. Ein T-Net-Roboter, davon brauche ich auch ein Bild. So, T-Net lässt grüßen. Astronier. Was haben wir hier unten? Coupon. Jetzt müsste ich drei haben. Ich glaube, wir hätten hier lang gehen müssen und ja, wir hatten keine drei. Das hat sie nur so gesagt, weil das so programmiert war. Läuft. Na dann, was für ein Zufall, wir haben's. Just for a stupid prize? Hmm. This thing hasn't seen a maintenance worker in over a year. Not surprising. I guess we have to hack it. Hack it? Is that another of your many talents? Did you used to be a spy or something? Anything's possible, babe. I'll open the case. You watch the screen. Let's try to reset it to factory defaults. Packert ihr uns an? Ach, du... Bitte gib die korrekte Achsenkonfig. Ach, trenne die grauen und die roten voneinander, okay. Gut, das werden wir machen. Die grauen und die roten. Oh, ich bin falsch gelaufen. Sorry. Nee, ich bin richtig gelaufen. Ich muss hier nochmal lang. So.
Die grauen und die roten. Wir werden das mal so machen. Dann gehe ich mal hier hin. War das jetzt richtig? So, dann gehen wir hier eine Runde rum. Hier. Das war, glaube ich, leicht falsch. Aber ist doch alles getrennt hier. Ah, ich verstehe. Ich verstehe, 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 verstehe. Warte, 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 warte. Was ist denn jetzt der? Gut, ich hab's verstanden. Vielleicht mal kurz von unten kommen. Jetzt der Anfang. Scheiße. Wo habe ich aufgehört gerade? Ah, da waren wir. So, wartet mal. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Wir gehen nach unten. Gehen hier lang. Nehmen die mit. Und haben es geschafft. Woohoo! Yes. Great. We can finally get out of here. Und was war's? Objekt hinzugefügt. Wir können hier nichts mehr machen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal eine Runde raus, ne? Ja, ich habe einen Screenshot gerade gemacht. Hat man wahrscheinlich leicht mitbekommen, weil ich stehen geblieben bin und mir die Grafik angeschaut habe. Matthew, beweg deinen Arsch. Oh Gott sei Dank, bin ich nicht weitergelaufen. Zero. We don't need to pay for the prize, but what about the other stuff? 69.90. 122.90. Well, there's nothing to pay with, and we can't just take it and walk on out of here. Don't look at me. Who could predict we need money again? Das Ding wird losgehen, wenn wir rausgehen. I thought we'd need money again. Saw a wallet in the drugstore this morning and I didn't even give it a second glance. Wenn wir da jetzt durchgehen, wird's piepen. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg finden. Was haben wir hier?
Okay. Doof, wir können nicht raus. Was mache ich denn jetzt hier? Soweit haben wir ja auch nichts gefunden. Oh komm, da kann man sich doch durchquetschen. Taschen. Nimmt die Taschen. Scheiße, jetzt macht sie dasselbe. Das heißt, wir müssen irgendwo einen Code finden. Zero. We don't need to pay for the prize, but sorry, jetzt müssen wir uns das nochmal anhören. 69.90 122.90. Well, there's nothing to pay with, and we can't just take it and walk on out of here. Don't look at me. Who could predict we need money again? Ich glaube nicht, dass sie immer sagen Punkt. Who thought we'd need money again? Saw a wallet in the drugstore this morning and I didn't even give it a second glance. Gut, wir müssen schauen, ob wir hier irgendwo etwas finden, wobei wir gerade überall waren, was einen Code hat, dass wir vielleicht mit dem Code durchgehen können. Ist aber die Frage, wo? Ich glaube nicht, dass sie irgendwelche Menschen waren und eingekauft Amber, haben. How may I help you? I'll let you know if I need you. Sure thing. I'm always ready to help. Amber? Ich wollte abhauen. Oh. Sorry, ich war gerade leicht in Gedanken. Stellt euch mal vor, das Leben würde von Robotern bestimmt werden. Also, wenn man einkaufen geht, dass man durch Roboter das kaufen kann und sowas. Was machen dann die Personen, die Menschen? Die müssen ja irgendwie Geld ranbringen und Geld bekommen, aber wenn es nur die Roboter irgendwie arbeiten gehen, dann Sinn? Achso, dann werden ja die Menschen kein Geld mehr haben und dann, wie sollen sie ihre Miete bezahlen und so? Voll krass schlimm. Damit hat es doch nichts zu tun. 2, 9, 3, 2, 3, 9, 16. 2, 3, 9, 16. Da könnte man rüber. Nee, doch nicht. Kann ich hier hochklettern? Ey, ihr seid Menschen, ihr könnt klettern. Es wird ein Fehler sein.
where you are. Security will escort you to the cashier. Phew, that was close. How are we supposed to get past that? This is crazy. The incident, the robots. Hell, aliens could invade, and for the cashiers, it'd be business as usual. Damn, didn't think this through. How do we even pay? You got a couple of $100 on you? A credit card? It's been ages since I've even seen money. I forgot my purse. Let's go head to security. Find some way to turn off the alarm system. Okay, we got everything? I think that covers Brian's list. Wieso man die... den Rucksack nicht hier rübergeworfen hat. Leute, easy. Ey. Ich glaube, da hätte das Teil nicht angeschlagen. It's dark in here. Fortunately, I've got a flashlight. Echt? Dann würde ich gerne mal die Taschenlampe sehen. The alarm systems from here, but I'll need the access codes first, and only the guards have those. I'm sure this won't end well. Oh, Paruski? They've installed electronic devices everywhere. Microchips get scanned on entry and exit, calculating work hours. Everything's arranged to reel in customers and dazzle them with new products. No one's supposed to leave without buying something. And of course, the camera silently records it all. They say it's a safety precaution, but that's bullshit. They record your every move so they can use it against you, publicly if they have to. I say to hell with that. Under the constant gaze of dangerous digital babysitters and fear of being replaced by a talking mannequin if you don't hit the sales quota? Well, but still. Better than living on welfare. Won't be long before they've replaced us all and it's too late to cry about it. Don't say Josiah Sanders didn't warn you. Alles klar, ihr Lieben. Lasst mich mal kurz gucken. Ich weiß nicht, wo die Dings sein soll. Einfach mal rumfummeln. Destroy all humans. Könnte ich sein. Definitiv, das war ich, ihr Lieben. Und damit würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.